In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, wir waren gerade Churros essen. Aber dann hat sich beim Fußball verletzt. Und jetzt sind wir im Krankenhaus. Ta-ta-ta-ta. Da ist jemand mit seiner Kniescheibe gegen seinen Oberschenkel, also richtig reingelaufen. Jetzt hoffen wir, dass er eine Spritze bekommt oder so. Mit dem Schmerzmittel, damit er keine Schmerzen mehr hat. Tut's weh? Ich hoffe, so lange nicht mehr so Schmerzen gehabt. Voll. Nina! So, ihr Lieben, wir sind gerade in einem Möbelladen und schauen nach Betten. Aber hier hat uns ehrlich gesagt keiner zugesagt und wir wollen auch nicht 3.000, 4.000 Euro für ein Bett ausgeben. Ja, Nina guckt sich jetzt hier Betten an. Preise sind unverschämt hoch. Unverschämt hoch. Das sind alles Marken von Bugatti und so. Also komm noch einmal und dann noch tschüss. Hat er eins, zwei, drei. Schatz, guck mal, das wollte ich dir zeigen. Guck mal, dieses Zimmer, ne? Guck mal, hier unten kannst du rausziehen. Und das hier kannst du runterklappen und Sachen reintun. Voll geil, ne? Richtiges Mädchenzimmer. Das gefällt mir voll gut. Nina, tschüss, wir gehen, ne? So, ihr Lieben, wir waren jetzt bei Ostermann und bei Trends. Also bei Ostermann, die Betten waren sehr, sehr teuer. Die Lieferung war halt dann umsonst. Bei den Preisen ist das aber auch, glaube ich, normal, ne? Dass die Lieferung umsonst ist. 4.000 Euro. Tschüss. Und bei Trends haben wir ein Bett gefunden, aber der war von der Länge her zu lang, weil der Bettkasten halt hinten war, wo man dann Sachen verstauen kann. Und das war eigentlich voll schön, oder? Eis? Was ja. Willst du Eis? Ja. Komm mal, wir gehen gleich Eis essen. Soll ich Elsa anmachen? Nein. So. Ach so. Ja, jetzt fahren wir zu Poco. Da würden wir dann ein Bett für 1000 Euro oder so angucken und dann kriegen wir 20% drauf, ne? Und die Lieferung kostet dann halt 75 Euro, 80 Euro oder so, glaube ich. Und aufbauen kann man ja selber. Das kannst du ja, ne? Bitte, Melina. Hatte aber trink. Okay. Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall jetzt mit und dann mal schauen, ob wir was Gescheites finden. Ne, Schatz? Ah. Ne? Ich hab Hunger, ja. Ja, der Herr hat Lust auf Döner. Baba. Ich hab Mühle. Wer hat die Bandage? Dankeschön. Wir fahren mal kurz nach Sivas. Sivas, sag ich. Antalya. Döner ist. Ich hab diese Döner vermisst, echt. Das ist auch auf dem Holzkohlegrill gemacht worden. Voll viele haben uns gefragt, wie viel wir gezahlt haben fürs Hotel. Also wir hatten ja einen 500-Euro-Gutschein gewonnen. Wir haben dann nochmal knapp 60, 70 Euro drauf bezahlt, weil wir halt einen Tag länger da bleiben wollten. Und den Flug haben wir selber bezahlt. Der Flug hat wie viel gekostet? 600 auch, ne? 613. Irgendwas mit 600 auf jeden Fall. Also wir haben knapp 700 Euro bezahlt. Aber das Hotel kann ich voll und ganz empfehlen. Tschüss. Nun beginne. Sakas? Aber nur eins. Genau, also ich würde immer wieder hingehen, aber das nächste Mal würde ich jetzt nicht dahin gehen, weil ich glaube, auf Dauer wird das dann langweilig. Ne? Aber das Gute ist, das ist wirklich in der Stadtnähe. Du kannst so vieles unternehmen, sehen. Für die Kinder ist es perfekt. Also ich bin froh, dass wir uns das Hotel ausgesucht haben. So, wir müssen jetzt erstmal Energie tanken. Der Herr da hat Hunger bekommen.
Ja, wir warten jetzt auf den Kellner. Ja, dann dreh ich durch. Das weißt du. Das ist scharf. Das ist scharf. Sonst krieg ich deinen Pickel. Nina, du hast ja einen Pickel. Da ja, hast du einen Pickel. Warte. Warte, warte, warte. So, Nina isst gerade ihr Hähnchenflügel. Unsere Teller waren halb leer und auch das ist komplett voll. Ne, Schatz? Guck mal, diesen Teller an, guck mal, das ist in der Türkei. Wir haben zwei, drei Stück leer gemacht. Die schmecken gar nicht, Leute. Ich hab die selber gemacht. Schaut mal, wie fett das hier ist. Voll dick. Schade. No, du. Schmeckt ihr nicht? Ajima? Nein, das ist nicht Ajima. Okay. Egal, Schatz, sie will nicht mehr. Sie hat doch gut gegessen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt endlich ein Bett gefunden. Wir wollten so knapp 1000 Euro ausgeben. Der kostet jetzt 1235. Mit Lieferung und Montage. Aber das Bett ist sehr, sehr schön. Und ja, ups. Jetzt gehen wir nochmal da rein, weil wir waren kurz bei Poco. Wir wollten nochmal da gucken, aber die sind auch im Umbau momentan. Ich glaube, das hat auch was zu bedeuten. Und zwar, dass wir da nichts kaufen sollen. Nee, nicht hier drinnen kannst du, ja? Ja, deswegen gehen wir jetzt nochmal da rein. Der Mann war auch ganz freundlich, der meinte auch, wir können die Farbe vom Bett ändern, ohne dass das was kostet. Ja. Weil wir waren gerade bei Tressa und da kostet die Farbe wechseln 50 Euro, ne? Also ich zeig euch mal gleich das Bett, Moment. Das ist halt nicht umdrehen, die Matratze. So, ihr Lieben, das ist unser Bett jetzt. Das haben wir jetzt gekauft. Ja, wie findet ihr das? Also Stauraum haben wir bis zum geht nicht mehr, ne? Glaub mir, Schatz, das ist schon schwer aufzubauen. So, heute ist es soweit. Heute verkünde ich endlich, was es wird. Ich weiß, ihr habt jetzt sehr, sehr lange drauf gewartet, aber ich dachte mir, ihr müsst heute einfach nur gut aufpassen. Dann bekommt ihr das auch mit, was es wird. Wir waren gerade bei... Moment. Genau. Wir waren gerade einkaufen bei H&M. Da gab es ja ab heute 50% plus nochmal 20% für die Clubmitglieder. Also vorher wollte ich euch aber zeigen, was ich bei TK Maxx gekauft habe. Und zwar war das auf 6 Euro reduziert und das passt perfekt zu unseren Schälchen, wo wir immer so Chickeldeck und Nüsse und so reintun. Deswegen habe ich das mitgenommen für Chips und so. So, dann ich nenne euch jetzt die Preise, die hier drauf stehen. Da kommt immer nochmal 20% drauf. Und zwar einmal dieses Oberteil, das kennt ihr vielleicht online, die Schwangeren. Das war jetzt reduziert auf 9 Euro und dann nochmal 20%. Dann habe ich eine Schwangerschaftshose gekauft in Größe 40. Ich wollte, dass mein Bauch da später auch reinpasst. 7,99 plus 20% reduziert. Die Hose ist sehr, sehr schön. Meine Mutter hat sie sich sogar gekauft. Also meine Mutter hat sie sich zweimal gekauft. Das war reduziert von 15 auf 4,99. Sehr, sehr schönes Oberteil. Auch Größe S. Größe S für 5,99 gekauft. Das ist einfach so eine lockere Hose für 9,99. Die ist so ein bisschen zerrissen, ganz leicht. Ist auch so ein bisschen zerrissen. 7,99 gekostet, das ist jetzt 104, aber es gab die leider nicht kleiner. Aber die kann man ja umkrempeln, ne? 2,99 dieses Oberteil gekauft. Ich fand das total schön, die steht ja auf Katzen. Dann habe ich mir noch so ein Pack Unterhosen gekauft, ganz normale, für 2,99, zwei Stück. Dann habe ich mir noch so eine Jogginghose gekauft für meine Schwangerschaft. Das ist auch so eine Schwangerschafts-Jogginghose. Die hat gekostet nur 4,99. Krass, oder? Dann habe ich mir noch ein Oberteil gekauft für 4,99. Aber Oberteile habe ich echt wenige gekauft. Wir wissen, wir Schwangere schwitzen viel, viel schneller. Deswegen muss man sich auch etwas umziehen. Das ist einmal so ein graues Oberteil mit Marienkäfern. Auch Größe S für 5,99. Und das sieht so schön ausgetragen. So, und jetzt habe ich noch was für unsere kleine Maus gekauft.
Schottengröße 68. Ich fand das so süß. Das kann man auch mit einem Body anziehen später. Aber ich denke mal, das kann sie dann im Sommer anziehen, wenn sie im Winter geboren ist. Wenn sie im Winter auf die Welt kommt. Das war von 10 auf 5,99 reduziert. Und ihr könnt euch jetzt denken, was es wird. Und zwar bekommen wir ein Mädchen. Ja, das hat uns sehr, sehr gefreut. Oh, da hat die Wette gewonnen. Ich habe nämlich mit einem Jungen gerechnet und 90% unserer Zuschauer auch. Ja, jetzt freuen wir uns umso mehr. Bei den Mädchen wussten wir von Anfang an, wie sie heißen wird. Weil wir den Namen auch bei Lina zur Auswahl hatten. Aber wir uns dann doch für Lina entschieden haben. Genau. Ja, und dann noch für die kleine Maus für 3,99 dieses süße Oberteil. Ja, ich freue mich schon. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Dann hat Lina eine Schwester. Und die können sich austauschen, bis zum geht nicht mehr. Und hoffentlich halten wir immer zusammen, das ist das Wichtigste. Ja, ich habe jetzt für den gesamten Einkauf, glaube ich, 65, 70 Euro bezahlt. Aber das ist gerecht, weil ich habe eine Menge gekauft. Und Schwangerschaftsoberteile musste ich sowieso noch ein paar kaufen und eine Hose mindestens. Weil ich, Idiot, habe jetzt zweimal die gleiche Jeans gekauft und einmal hatte ich eine Jogginghose fürs Sport, das kann ich nur zu Hause anziehen. Und einmal habe ich noch diese olivgrüne weite Hose gehabt. Also ab jetzt werde ich wirklich nichts mehr kaufen, außer ich finde jetzt für 3, 4, 5 Euro wieder ein Oberteil, was mir sehr zuspricht. Genau, jetzt wisst ihr, was wir bekommen. Und wir freuen uns wirklich unheimlich sehr auf die Kleine. Also als wir das gehört haben, habe ich geweint. Ist ja normal, ne? Die Mütter weinen ja immer. Also auch wenn es ein Junge wäre, hätte ich mich sehr gefreut, hätte geweint. Nur bei einem Jungen hätten wir, glaube ich, am Tag der Geburt entschieden, wie das Kind heißen soll. Weil wir hatten nicht mal einen Namen im Kopf. Glaubt ihr mir, das ist nicht mal ein Name. Genau. So, ich hoffe, der Vlog gefällt euch. Ich hoffe, wir bekommen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir haben nicht die Leute enttäuscht, die mit einem Jungen gerechnet haben. Weil voll viele haben gesagt, wenn das so früh erkannt worden ist, dann ist es bestimmt ein Junge. Aber unsere Erste hat wirklich ein paar Mal geschaut und sie meinte, nee, das kann nur ein Mädchen sein. Ich hoffe, sie liegt jetzt nicht falsch. Wir haben nämlich nächste Woche einen Termin wieder. Und wenn sie dann doch falsch liegen sollte, dann kann ich die Sachen noch umtauschen. Dann habe ich noch das Glück. Genau, ich werde die Sachen auf jeden Fall jetzt erstmal nicht anziehen. Anziehen sage ich, ja, die Etiketten uns abmachen. Weil ich warte jetzt erstmal, bis wir nochmal die Bestätigung bekommen in der 18. Schwangerschaftswoche.